Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Journalisten, Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen zu unserer diesjährigen Osterpressekonferenz. Wir haben wieder einige Good News, einige gute Nachrichten rund um das Thema Ei. Speziell wird es heute auch gehen um die österreichische Eierdatenbank, die ja seit Mitte des letzten Jahres in Betrieb ist. Wir werden auch einen Live-Einstieg machen in diese Eierdatenbank. Wir werden Ihnen aber auch Allgemeines zum österreichischen Eiermarkt erzählen. Und wir haben dazu kompetente Referentinnen und Referenten für das Podium eingeladen, die Ihnen dann auch im Anschluss gerne zur Verfügung stehen für Ihre Fragen. Ich möchte die Kollegen vorstellen, möchte bei der Frau Dr. Madeleine Petrovic beginnen. Sie kennen die Frau Dr. Petrovic aus ihrer politischen Arbeit, aber sie ist auch Obfrau Stellvertreterin des Vereins Österreichische Eierdatenbank. Vielen Dank fürs Kommen, Frau Dr. Petrovic. Herzlich willkommen und vielen Dank fürs Dabeisein auch an den Herrn Diplom-Ingenieur Martin Gressel von der Agrarmarkt Austria. Herr Gressel leitet das Qualitätsmanagement bei der AMA Marketing und ist auch Prokurist der AMA. Und last but not least, Herr Ökonomierat Franz Karlhuber. Der Herr Karlhuber ist Legehennenhalter und Obmann-Stellvertreter der Frischeiererzeugergemeinschaft. Er ist auch bei uns in der Dachorganisation der ZAG im Vorstand. Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Kommen. Und ich möchte dann auch gleich dem Herrn Gressel das Wort geben, bitte. Okay, danke von meiner Seite. Auch ein herzliches Grüß Gott. Zu Ostern ist es Brauchtum, dass Eltern Ostereier verstecken für die Kinder. Aber wenn man sich mit dem Produkt Ei beschäftigt, dann sieht man, dass sich eigentlich Eier am wenigsten zu verstecken brauchen. Einerseits aus zwei Gründen. Die Eier sind wirklich die wertvollsten Lebensmittel, was es gibt. Es ist im Ei eigentlich alles drin, was man zum Leben braucht. Es schlüpft ja das junge Leben daraus. Und gerade das Osterei ist zu dieser Zeit ein Symbol und ein Sinnbild für die Auferstehung. Der zweite Grund ist, dass die Eier eigentlich die am streng kontrolliertesten und am nachvollziehbarsten Lebensmittel mittlerweile sind von allen Lebensmitteln. Wir haben mittlerweile 15 Jahre ungefähr, gibt es das AMA Gütesiegelprogramm Frischeier. Wir haben jedes Jahr sind neue Kennzeichnung, Dokumentationsbestimmungen dazukommen und es gibt ein paar Meilensteine. Ein großer Meilenstein war 2008, da haben wir beschlossen und vorgegeben, dass alle Eier am Landwirtschaftsbetrieb, am Legehennenbetrieb gestempelt werden müssen. Das heißt, es verlässt kein Ei ohne Stempel den Betrieb. Ich möchte das bewusst betonen und hervorheben, weil es nicht gängige Praxis in Europa ist. Es lässt die EU-Verordnung frei, wo die Eier gestempelt werden, entweder am Landwirtschaftsbetrieb oder in der Backstelle. Usus in vielen Ländern ist es aber, dass die Eier in der Backstelle gestempelt werden. Und wir haben gesagt, wir wollen hier ein weiteres Sicherungsglied einschieben, vorgeben und es müssen beim AMA Gütesiegelprogramm, auch bei Tierschutz geprüft, die Frau Petrovic wird das noch ausführen, alle Eier am Legehennenbetrieb direkt gestempelt werden. Dann haben wir eine weitere Vorgabe gegeben, die Backstellen, die unter Vertrag stehen, dürfen nur gestempelte Eier zukaufen. Das heißt, es darf sich in der Backstelle, dürfen sich keine ungestempelten Eier befinden. Und im Jänner 2011 ist der nächste größere Meilenstein gelungen, gemeinsam mit der GAN, mit der Gesellschaft für artgemäße Nutztierhaltung, mit der ZAG, der Zentralen Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Geflügelwirtschaft und der AMA Marketing, haben wir einen Verein gegründet, der heißt Österreichische Eierdatenbank und wir haben gesagt, wir wollen hier eine Branchenlösung erreichen und die Warenströme der Eier transparent in der Eierdatenbank darstellen. Es ist insofern ein Novum und auch was Besonderes, weil es auch in diesem Bereich kein anderes Lebensmittel gibt, die so transparent schon dargestellt werden, die Eierströme. Wir haben im Juni 2012 den Vollbetrieb aufgenommen. Das heißt, ab Juni 2012 müssen alle unsere Backstellen, sei es jetzt tierschutzgeprüft, sei es jetzt AMA Gütesiegel, alle Eier, die sich auf der Backstelle befinden, die zugekauft werden, die verkauft werden, Eier,
der Güteklasse A, der Güteklasse B, das heißt Industrieeier, Brucheier, gefärbte Eier, alle Haltungsformen, Bio, Freilandhaltung oder ausgestallte Käfige, die paar, was es noch gibt, müssen von der Eierdatenbank erfasst werden, damit die Warenströme nachvollziehbar sind. Uns ist es gelungen jetzt mittlerweile, dass 90% aller in Österreich produzierten Eier von der Eierdatenbank mittlerweile erfasst werden. Das ist ein hoher Anteil, was mich auch stolz macht als Obmann, dass es gelungen ist. Insofern, Sie wissen, wir haben ungefähr 6 Millionen Legehennen mittlerweile, knapp 6 Millionen Legehennen mittlerweile in Österreich und wir produzieren ungefähr 1,78 Milliarden Eier in Österreich. Und 1,5 Milliarden Eier sind derzeit schon in der Eierdatenbank erfasst, wo man die Warenströme, die komplett nachvollziehbar sind, von welchem Landwirt zu welcher Backstelle gehen die Eier und wo werden die Eier von der Backstelle wieder an den Handel verkauft. Der Dank, ja, gilt, und das möchte ich hervorheben in dieser Runde, in erster Linie mal Frau Wiesböck, sie wird Ihnen dann kurz ein Beispiel bringen und die Eierdatenbank vorführen. Sie hat die Projektleitung übernommen, hat ein sehr großes Wissen, was Datenbankmanagement betrifft. Und ihr ist es auch eigentlich zu verdanken, dass das Projekt auf so guten Beinen steht. Ich möchte aber auch das hervorheben, auch die gute Zusammenarbeit mit der Frau Petrovic, mit Michael Wurzer, beide sind Vorstandsmitglieder oder Obmann stellvertretend im Vorstand drinnen. Weil wir haben immer wirklich zielorientiert, ergebnisorientiert gearbeitet. Jeder hat nur das Ziel, das große Ergebnis im Fokus gehabt und Schritt für Schritt haben wir das verfeinert. Es ist mittlerweile, ich sage jetzt noch ein Jahr Vorarbeit und knapp ein Jahr Vollbetrieb, macht es mich stolz, hier auf das Ergebnis hinzuweisen, aus mehrfacher Sicht. Es ist einerseits ein freiwilliges System, eine gesetzliche Grundlage war hier nicht möglich oder ist schwer möglich, aber wir haben es erreicht, hier wirklich eine Branchenlösung zu erreichen und ich habe schon erwähnt, 90% der in Österreich produzierten Eier sind derzeit schon drinnen. Wir bieten natürlich diese Branchenlösung allen an, auch Betrieben, die bei uns bei AMA Gütesiegel oder Tierschutz geprüft nicht teilnehmen. Es sind alle Eierbockstellen, alle Eierhändler angeschrieben worden und eingeladen worden, hier auch teilzunehmen, dass wir vielleicht von den 90% noch weiter raufkommen. Aber es ist ein sehr, sehr hoher Wert. Es sind somit Insellösungen nicht mehr notwendig. Und wir haben aber auch ein neues Feature jetzt gestartet, online geschalten, die Internetplattform www.eierdatenbank.at, wo sich auch Konsumenten vergewissern können, welche Landwirte stehen hinter dem Ei. Sie wissen, dass auf jedem Ei ist ein Code oben, wo ersichtlich ist die Haltungsform, das Land, AT für Österreich und die landwirtschaftliche Betriebsnummer, die von wo das oder wo das Ei erzeugt wird. Es kann noch sein, dass nachher nochmals eine Nummer ist, das ist eine stallbezogene Nummer. Und wenn Konsumenten diese Nummer in die www.eierdatenbank.at in diesen Quick-Act-Check eingeben, wir werden sie Ihnen dann vorführen, dann wissen Sie, von welchem Landwirt die Eier sind. Die Eier, und jetzt möchte ich nochmal rückschließen auf das Begonnene, was ich zu Beginn gesagt habe, das Ei ist mittlerweile ein gläsernes Ei. Es gibt wirklich kein Lebensmittel, wo die Herstellungsweise, die Produktion so transparent ist und aber auch der Warenfluss. Und durch die Eierdatenbank ist der Warenfluss vom Landwirt zur Backstelle und von der Backstelle zum Handel transparent geschalten. Und das findet sich in keinem zweiten Lebensmittel wieder. Wir haben aber, die Betriebe sind auch verpflichtet, es steht Ostern vor der Tür, alle Ostereier, alle gefärbten Eier, ich habe hier einige Beispiele, man sieht ja da die Betriebsnummer nicht, in dieser Eierdatenbank zu erfassen, damit auch bei den Ostereiern die Sicherheit da ist. Und mir ist es ein Anliegen und viele Konsumenten anfragen immer zu Ostern, wie erkenne ich Qualität aus Österreich bei Ostereiern? Und da gibt es zwei, drei gute Orientierungshilfen. Einerseits das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel,
Hier müssen die Eier von der Geburt an in Österreich sortiert sein, abgepackt sein, die Qualität, Herkunft, alles wird gesichert. Es gibt aber auch das Biozeichen, das Rot-Weiß-Rote. Sie sehen hier eine Packung, hier ist auch noch Tierschutz geprüft bei den Bio-Eier oben, wo der Konsument die Sicherheit hat, dass hier wirklich österreichische Qualitätseier drinnen sind. Und das ist auch eine zentrale Botschaft, neben dem gläsernen Ei, dass die Konsumenten österreichische Qualitäts-Ostereier an diesen zwei rot-weiß-roten Siegeln erkennen. Danke. Ja, vielen Dank, Martin Gressel, für den Beitrag. Ich glaube, wir werden jetzt die Gelegenheit nutzen, um live in das System, in die Eier-Datenbank einzusteigen und auch bei einem Frischer mal auszuprobieren, ob das System auch funktioniert. Die Frau Wiesbeck ist so nett und wird uns das zeigen, bitte. Wir laden Sie ein, das auch selber auszuprobieren, wenn Sie Eier einkaufen. Und wir sind der Meinung, dass das eine hervorragende Möglichkeit ist, um die Eier zurückzuverfolgen. Ich möchte jetzt das Wort dann auch gleich weitergeben an die Frau Dr. Madeleine Petrovic, bitte. Ja, ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen. Das ist vielleicht eine etwas unkonventionelle Rolle für mich, aber eine, die ich sehr gern auch ausübe. Die Tierschutzbewegung ist schon vor vielen Jahren aktiv geworden im Bereich der Lebensmittelkontrolle. Es ist schon vor vielen Jahren, auch vor 15 Jahren, gegründet worden, die Kontrollstelle für artgemäße Nutztierhaltung. Das war eine gemeinsame Gründung von drei großen Tierschutzvereinen, vom Wiener Tierschutzverein, den Vier Pfoten und dem Verein gegen Tierfabriken. Aus der Überlegung heraus, man soll nicht nur die schlechten Beispiele kritisieren, sondern man soll auch mitwirken, dass es Instrumente gibt, dass eben die Konsumentinnen und Konsumenten auch ein Unterscheidungsmerkmal haben. Es ist dann vor einigen Jahren noch eine Zweiteilung erfolgt. Die Kontrollstelle, die es nach wie vor gibt und die für die AMA und für den Markt Kontrollen bei den Legebetrieben durchführt und bei den Packstellen durchführt, die ist, wenn man so will, die Exekutive im Bereich der Kontrolle. Es gibt aber auch die Legislative, eben die Gesellschaft, die schon angesprochene Gesellschaft für artgemäße Nutztierhaltung. Da sitzt auch der Leiter hier, der Michael Zoklitsch. Die hält dieses Zeichen Tierschutz geprüft, das eben ein Gütemerkmal ist, so wie es eben andere gibt, gentechnikfrei, biologisch und die verschiedenen Produktionsarten. Wobei es eben beim Tierschutz geprüft darauf ankommt, dass ein bestimmter Punktewert erreicht wird, wobei die Tierschützer hier auch flexibel waren, zu sagen, es muss insgesamt das Wohl der Tiere bestmöglich gewährleistet sein. Und da hat man auch Entwicklungen, so quasi was die Fläche betrifft, was einen Wintergarten betrifft, was eben die ganzjährige Nutzbarkeit von Auslaufflächen betrifft, da als Qualitätskriterium festgelegt. Die Kontrollstelle wird auch sehr streng geprüft vom Ministerium. Da gibt es jedes Jahr ein Audit und da wird genau geschaut, wie wurde geprüft, wie wurden Missstände behandelt, wie wurde, wenn ein Missstand aufgedeckt wurde, was ist, dass die Lichtstärke nicht stimmt, dass die Luftqualität nicht in Ordnung ist, wie hat man dann nachkontrolliert, dass dieser Missstand behoben worden ist. Und ich sagte, ich meine, die Tierschutzbewegung will natürlich immer mehr in Sachen Tierwohl. Aber es ist uns klar, dass die österreichische Landwirtschaft natürlich im internationalen Wettbewerb steht und dass man daher mit Augenmaß agieren muss. Und ich glaube, dass der Eierbereich gezeigt hat und deswegen, die Datenbank war ursprünglich nur im Bereich dieser Organisation der Tierschutzbewegung angesiedelt. Und wir haben sehr bewusst entschieden, eine gemeinsame Initiative mit der AMA und mit der erzeugenden Wirtschaft zu machen. Einerseits, um auch das Vertrauen der erzeugenden Betriebe zu gewinnen und auch, um eben eine möglichst breite Basis zu haben, damit man letztlich angestrebtermaßen 100% der Warenströme hineinbringt, sodass dann es wirklich ausgeschlossen ist, dass von außen her irgendwelche Produkte kommen, die nicht erfasst sind. Das ist das Ziel. Und ich glaube, dieses Exempel hat eigentlich bewiesen, dass es zum Nutzen für alle ist. Für die Tiere, weil wir können wirklich sagen, dass da jedenfalls die
Voraussetzungen besser sind als bei ungeprüften, anonymen Waren, die von irgendwoher kommen. Wir wollen natürlich auch da eine Weiterentwicklung, dass auch im Bereich der Gastronomie und so weiter das selbstverständlich wird, solche besseren Produkte aus Österreich zu verwenden. Und es hat sich gezeigt, dass es nicht nur für die Tiere von Nutzen ist, sondern auch für die Erzeuger und Erzeugerinnen. Es hat eben dadurch auch ein höheres Preisniveau. Aber es ist, glaube ich, ein sehr fairer Preis, der hier verlangt wird. Und es hat eben einen großen Nutzen für die Konsumentinnen und Konsumenten, weil sie selber feststellen können, woher das ist. Sie können dorthin fahren, sich den Betrieb anschauen und daher haben sie wirklich selber ein Kontrollinstrument in der Hand. Und ich hoffe, dass wir auch hier weitergehen können, dass es eben auch im Bereich des Geflügelfleisches, aber auch in, nach und nach, zumindest einmal in einzelnen Marktsegmenten bei anderen tierischen Produktionen so eine Auszeichnung gibt. Das sichert Arbeitsplätze in Österreich, das schafft eine wirklich bessere Qualität und es ist in Sachen Tierschutz, glaube ich, ein wirklich vernünftiger Kompromiss, der da geschlossen wird. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Petrovic. Als nächsten Referenten möchte ich den Herrn Karl Huber bitten. Er wird Ihnen erzählen, wie es ihm am Betrieb täglich bei seiner täglichen Arbeit mit den Tieren geht, aber auch ganz allgemein über die wirtschaftliche Situation am Eiermarkt berichten. Danke. Ja, grüß Gott, Franz Karl Huber, Landwirt aus Oberösterreich. Ich bin heute angereist, gerne zu dieser Pressekonferenz. Führe gemeinsam mit meiner Familie einen landwirtschaftlichen Betrieb mit 30 Hektar, 10.000 Legehennen. Wir sind schon 30 Jahre in der Eierproduktion tätig. Wir haben auch den Betrieb umgestellt, 2004 auf Bodenhaltung. Ich möchte erwähnen, dass das in Österreich sehr schnell vor sich gegangen ist, dass auch wir diesen Umstieg allgemein in der Branche sehr gut geschafft haben. Und das ist, glaube ich, wesentlich hervorzuheben. Unser Betrieb produziert auch unter den Armer-Güte-Siegel-Richtlinien gentechnikfrei. Wir sind stolz darauf, dass wir eben hier diese Richtlinien haben. Aber nochmal zum Umstieg von der Käfighaltung auf die Bodenhaltung. Hier muss man schon auf der einen Seite Landwirte loben, dass das in einem derartigen schnellen Tempo gegangen ist, dass wir heute wieder stärkere Wertschöpfung haben wie früher. Vor dem Umstieg hat Österreich ca. 5,2 Millionen Legehennen. Heute halten wir 5,9 Millionen Legehennen. Ist in der Mappe genau aufgeschlüsselt, in welcher Struktur, in welcher Form. Also hier versuchen wir, das Ei, das gute, gesunde Lebensmittel, wie bereits heute erwähnt worden ist, ist ein wirklich ein hervorragendes Lebensmittel. Alle Inhaltsstoffe bis auf Vitamin C kann man sich mit dem Ei sehr gut ernähren. Aber um was geht es eigentlich hier in Zukunft da uns ganz besonders an Landwirte? Speziell für Ostern sind wir natürlich bemüht, unsere Einstalltermine so zu wählen, dass wir dort Höchstleistungen haben, dass auch wir den Markt versorgen können. Und die EZG Frischheit, Herr Guckenberg, Geschäftsführer, ist anwesend. Hier sind wir ja bemüht, eben dies auch so durchzuführen, dass wir den Markt versorgen können. Die Eierdatenbank begrüßen wir natürlich sehr, weil wir genau wissen, auch wir Landwirte, hier ist transparent, wir haben nichts zu verstecken, so wie Sie es genau gesehen haben. Ich bin heute in den Hühnerstall gegangen, habe bereits Eier sortiert, aber nur bescheiden, dann hat das die Familie weitergemacht und das ist ein ganz frisches Ei. Ich habe natürlich heute noch nachgeschaut, ob der Hühner eh gut geht, also das funktioniert sehr gut und ich muss auch sagen, mit diesen neuen Stallungssystemen sind die Hühner sehr zufrieden, auch die Landwirte, weil hier Systeme gefunden worden ist, wo eben alle auch bemüht sind und wir höchste Qualität eben auch produzieren und das ist ein wesentlicher Punkt, den wir hervorheben möchten. Natürlich hat der Lebensmitteleinzelhandel auch bei dieser Umstellung sehr mitgezogen. Auch hier wurde alles umgestellt und haben auch versucht, dies in dieser Form darzustellen. Bei der Kennzeichnung der Frischeier, haben wir heute schon gehört, ist das lückenlos erfasst. Also jeder Landwirt muss einfach hier dieses Ei kennzeichnen. Aber wir haben natürlich auch noch Forderungen von der Landwirtschaft. Eine ganz wesentliche Forderung ist einfach die Kennzeichnung auf Verarbeitungsware. Hier ist einfach noch eine Lücke, das ist alles freiwillig. Und man muss ja bedenken, dass der Lebensmitteleinzelhandel, das ist die Folie praktisch, dieser grüne Bereich, dieses Tortenstück, verkauft unsere Großhandelsketten. Alles andere geht Verarbeitung, Hotel. Und dort muss man schauen, wir brauchen unbedingt auf Verarbeitungsware klare Kennzeichnung.
wenn halt das Ei aufgeschlagen wird, wenn das als Volleige verkauft wird, als andere Sachen. Dort braucht man noch klare Kennzeichnung, von wo kommen die Eier. Man kann, natürlich, viele Betriebe machen das schon in eigener Form, also wenn sie es unter die Armer-Gütesiegel-Richtlinien dort verkaufen, dann ist die Nachvollziehbarkeit gegeben, aber wir müssen das dringend einfordern, weil dort können natürlich noch Eier zugekauft werden, aus dem europäischen Raum, und dann weiß keiner, wann er ein Tortenstück irgendwo in Wien isst, welche Eier sind wirklich hier drin. Und das ist eine wesentliche Forderung, die wir aufstellen, weil wir Landwirte haben gegenüber Europa sehr hohe Kosten. Der durchschnittliche Heinebestand bei uns sind 7.000 Legehennen pro Betrieb. In Europa, Herr Guckenberger, glaube ich, haben wir 20.000 Heinen pro Betrieb. Also wir haben eine sehr kleine Struktur. Die Futterkosten haben uns auch in den letzten Jahren sehr zu schaffen gemacht, weil das Futter wesentlich teuer geworden ist und natürlich auch hier diese Kosten nur teilweise abgedeckt worden sind durch die Preiserhöhung. Auch die Branche leidet sehr stark unter einem Kostendruck, und hier ist es nicht dann einzusehen, dass in der Verarbeitungsware Eier von Europa drin sind, wo der Konsument nicht weiß, das sind Käfigeier. Wir wissen ja, dass eben auch hier Europa säumig ist und immer noch Käfige stehen, die eigentlich nicht stehen sollten. Auch das fordern wir natürlich massiv ein, dass das endlich einmal Abstück kehrt. Aber die Kennzeichnung wäre eine Chance, dass eben hier auch der Konsument richtig aufgeklärt ist. In diesem Sinne sind wir bemüht, die österreichischen Konsumenten mit hervorragenden Eiern zu versorgen. Vielen Dank, Herr Karlhuber. Sie haben es gehört, der Ausstieg aus der Käfighaltung war für die österreichische Geflügelwirtschaft ein großer Erfolg. Und wir können heute in Österreich mehr Legehennen halten als davor. Aber es braucht auch klarere Kennzeichnungen, speziell bei den Lebensmitteln mit Eieranteil. Ich denke, Sie werden sicher einige Fragen haben, die Sie uns jetzt gerne stellen möchten. Ich möchte Sie einladen, gleich und die Fragerunde beginnen. Also auf der einen Seite, aus meinen Informationen, hat natürlich dieser Skandal dazu geführt, dass in Österreich wieder wesentlich mehr Eier auch hier bestellt worden sind, weil wir genau wissen, dass Österreich hier klare Regeln herrschen, dass hier streng kontrolliert wird, und das ist auch gut so. Und auf der einen Seite diese kriminellen Machenschaften, die eben hier durchgeführt worden sind von Deutschland, das ist einfach abzustellen, und da helfen eigentlich nur Kontrollen. Also von meinen Erkenntnissen ist es so, dass eben hier kein Ei drin sein darf, das keine Nummer hat. Also hier gibt es immer wiederum stichprobenartige Kontrollen, aber das, glaube ich, ist eine Frage auch für die AMA, die ja diese Kontrollen durchführt. Und wir Landwirte sind einfach auch dafür, dass Kontrollen durchgeführt werden, weil man natürlich hier Eier verschoben werden, und alle Regeln, die wir jetzt haben, Eierdatenbank, Kontrollen, ist die Sicherheit heute sicher 100%. Also der Konsument kann zu 99,9% sicher sein, dass die Eier, die was im Einzelhandel verkauft werden, gestempelt sind. Das ist eine gesetzliche Vorgabe. Und da sieht er, von wo die Eier sind, welche Haltungsform, Betriebsnummer, sofern es, sagen wir, interessant ist. Schwieriger ist es jetzt bei den gefärbten Eiern, bei den Ostereiern. Da muss er auf die Verpackung schauen. Es gilt auch für die Frischeier, die nicht oder wenige Konsumenten machen die Eierverpackung auf, sondern schauen auf die Verpackung, und grundsätzlich muss auch auf der Verpackung das oben stehen, was drinnen ist. Schwieriger ist es bei den Ostereiern. Hier haben wir nicht nur österreichische Eier drinnen bei den Ostereiern, der Handel verkauft auch ausländische Eier, und darum habe ich zum Schluss erwähnt, die beste Orientierungshilfe sind noch immer die zwei rot-weiß-roten Zeichen, dass wirklich österreichische Eier drinnen sind. Ja, das sind meistens kleinere Stellen, also das sind Betriebe, die weder bei Tierschutz geprüft noch bei AMA-Gütesiegel oder AMA-Biozeichen Lizenznehmer sind. Ich kann nur unsere Lizenznehmer verpflichten, dass sie alles über die Eierdatenbank erfassen, die ganzen Warenströme, und Betriebe, die derzeit nicht teilnehmen, das sind eher kleinere Betriebe, Händler, Zwischenhändler, die vorwiegend, sage ich mal, im C&C-Bereich tätig sind.
Das sind solche Betriebe, die derzeit nicht erfasst sind. Sind das dann die, die quasi als Direktvermarkter auf Bauernmärkten auftreten? Auch teilweise, sage ich mal, aber großteils, glaube ich, sind es eher Betriebe, die Richtung C&C liefern. Gastronomie. Also das wird sicher der nächste Ansatzpunkt auch der Tierschutzbewegung sein, dass man dort versucht, auch eine Bereitschaft zu erwirken, da mitzumachen bei der österreichischen Qualität, weil ob ein Gastrobetrieb oder ein Hotel funktioniert oder nicht, liegt nicht am Eierpreis. Also das sind andere Größenordnungen und ich glaube, das ist es wirklich wert. Also ich würde meinen, wenn man im Handel, sowohl bei den Naturkostläden natürlich die vor allem die Bioprodukte vertreiben, aber auch bei den großen Ketten, ist die Gefahr, dass sie da irgendwas was Schlimmes erwischen, nahezu gleich null. Eben, es liegt in der Verarbeitung und dort muss, da gebe ich Ihnen völlig recht, dort muss man hineinschauen. Das ist nicht leicht, weil das oft sehr kleine Anteile sind und weil ja auch Vorprodukte wieder für Produkte wieder von irgendwo herkommen. Das sind ja teils auch schon irgendwelche aufbereiteten Soßen oder sonst irgendwas. Also das wirklich rückzuverfolgen ist nicht leicht, aber das wird passieren. Ein Problem, das besteht, oder bisher hat es, auch dank der Arbeit der Frau Wiesböck, wurde es ganz gut gelöst, ist, dass ja die Eierdatenbank keine gesetzliche Ermächtigung hat, automatisch auf die Daten zu greifen. Das heißt, man musste sich wirklich das Einverständnis der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an dem System erst holen. Es ist nicht so, dass hier eine automatische gesetzliche Ermächtigung besteht, auf die Daten zu greifen. Daher ist das Prinzip der Freiwilligkeit beim Mitmachen. Und natürlich war auch vor allem für den Handel es ist ganz wichtig, dass da strengste Anforderungen an den Datenschutz gewahrt werden und dass da vielleicht sollte man dazu noch was sagen. Wir haben extra auch versucht von außen, dass jemand versucht, das System zu knacken. Datenschutz, Sicherheit. Ein wesentliches Anliegen vom Verein war, die Datenbank auf ein ganz stabiles Fundament zu stellen. Sei es jetzt technisch und sei es jetzt rechtlich vom Datenschutz. Wir haben daher aus diesem Grund auch ein eigenes Gutachten machen lassen vom Dr. Hans Zeger von der AG Daten, was für Vorkehrungen wir treffen müssen, damit vom Datenschutz alles eingehalten ist. Und es ist angesprochen worden, es ist ein freiwilliges System, das heißt, es bedarf der Zustimmung aller, des Landwirten, der Parkstelle, aber auch der Abnehmer, wenn wir die in der Datenbank personalisiert erfassen. Das ist aufwendig. Aber trotzdem, sage ich mal, bin ich stolz, wir haben einen sehr hohen Grad schon erreicht. Ausbaustufen gibt es noch. Das ist ein bisschen das Hemmnis gewesen oder die große Herausforderung für uns, auf freiwilliger Basis einen hohen Umsetzungsgrad zu erreichen, eine Branchenlösung, wo wir alles einzelbetrieblich, die Zustimmungen und so weiter einholen müssen. Der zweite Schritt war die technische Sicherheit. Wir haben immer wieder nach vielen Meilensteinen in der Implementierung und Umsetzung Sicherheitschecks machen lassen von EDV-Profis, die versucht haben, die Datenbank zu hacken, in verschiedenster Weise von extern. Und das hat uns wieder bestätigt und auch gezeigt, wir haben zu Beginn sehr viel investiert in die technische Sicherheit der Datenbank, darum hat sich das ein wenig verzögert, aber das war mir ein Anliegen, dass ich sage, ich möchte nur eine Datenbank fahren, wo ich sage, ich kann diese technische und datenschutzrechtliche Sicherheit geben. Und wir haben mehrere Checks schon machen lassen und das Ergebnis war einfach, die Datenbank ist sicher, was Angriffe von außen betrifft. Und somit auch, sage ich mal, sei es jetzt die Parkstellen oder Handelsketten, keiner will, dass jemand andere Daten sieht. Es ist genau geregelt, Lese-, Schreibrechte und so weiter, wer darf welche Daten sehen. Auch ich kann nur meine Gütesiegeldaten sehen, alle anderen Daten sehe ich nicht. Die Frau Petrovic sieht Tierschutzgeprüftdaten. Der Karl Huber sieht seine Daten und nicht mehr und die Parkstelle, immer was einer zugestimmt hat, sieht er die Daten. Aber ich bin
optimistisch, weil das ist die Voraussetzung jetzt für die nächsten Schritte, um, sagen wir mal, von den 90% nur weiterzukommen und auch die Vorarbeitungsbetriebe, dass wir sagen, wir haben hier ein Modell, optimale technische und rechtliche Sicherheit mit der Datenbank aufgebaut, das bestätigen uns die Experten schlechthin und die Betriebe brauchen nichts fürchten, wenn sie da auch teilnehmen und wir sehen es ja selbst, ich habe die letzten Wochen haben auch im C&C-Bereich Handelsketten, wo wir keinen Vertrag haben, zugestimmt, sie stimmen zu, dass auch die Eier-Einkäufe, die sie tätigen, in der Datenbank abgebildet werden, weil für die ist ja auch mehr Sicherheit damit gegeben. Und die Daten müssen, das habe ich zuerst nicht erwähnt, müssen tagesaktuell in der Datenbank erfasst werden. Das heißt, die Backstellen, das ist eine ganz wichtige Botschaft noch, die Backstellen geben tagesaktuell ein, welche Eier sie von welchem Landwirt zugekauft haben, welche Haltungsform. Sie geben ein dann die Sortierung nach Größenklassen und wo sie verkauft wurden. Und somit schränkt man, sage ich mal, den Spielraum, wenn jemand wirklich vorsätzlichen Betrug oder was vorhat, sehr ein und er wird massiv erschwert. Ganz verhindern wird man nie können, aber ich kenne kein anderes Lebensmittel, das was, sei es jetzt von den Kontrollen, Vorortkontrollen, es wird jeder Landwirt kontrolliert, die Bockstellen, dreimal die Färbereien, viermal zusätzlich in der Färbesaison kontrolliert. Wir haben jetzt die Datenbank, wo die Warenflüsse nachvollziehbar sind. Wir haben gewisse Vorgaben, die ganzen Eier müssen am Landwirtschaftsbetrieb gestempelt werden. Das ist ganz wesentlich, weil die sind schon mal richtig gestempelt, die können nicht mehr falsch gestempelt werden. Die Bockstellen dürfen keine ungestempelten Eier zukaufen und so weiter. In der Eierdatenbank sind alle Eier zu erfassen, Brucheier, Ostereier, ausländische Eier, alles, was über den Betrieb abgewickelt wird, muss ins System, um hier, sage ich mal, den Spielraum so weit wie möglich einzuschränken. Der Bioanteil, wir haben zurzeit 560.000 Stück Bio-Legehennen von diesen 5,9 Millionen, das ist ein hoher Anteil, also um die 10%. Der Freilandanteil ist 1,2 Millionen Legehennen und 4 Millionen ist Bodenhaltung. Ja, es gibt, glaube ich, viele Beispiele. Wir haben, uns war das Problem schon vor Jahren bewusst und wir haben gesagt, wir müssen auch hier weiterkommen, um das zu lösen. Wir haben vor 3-4 Jahren begonnen, eine Gütesiegelrichtlinie für Ei-Fertigprodukte oder Verarbeitungsprodukte zu machen, speziell für das pasteurisierte Flüssigei, Vollei, Eiklar, Produkte, die Ei-Aufschlagwerke produzieren und speziell dann verkaufen für Großküchen, Bäcker, Konditor, größere Verarbeiter. Und das ist die Basis, also es gibt derzeit schon ein Angebot von Herkunfts- und Haltungsform gekennzeichneter Eiprodukte am Markt. Da nehmen zwei große Eiaufschlagwerke teil. Eines ist die Firma ProOvo in Mostviertel und die zweite Firma ist die Firma Ammering. Ich sehe gerade, da gibt es auch ein Prospekt, wo das schon ersichtlich ist. Ich glaube, sie liegen draußen auf, habe ich jetzt erst gesehen. Und das ist die Voraussetzung, das ist eine wesentliche Voraussetzung, dass Firmen, die jetzt sowas zukaufen, weil die wenigsten Firmen dann jetzt selber nur Eier aufschlagen. Einerseits ist es ein bisschen ein Trend, diese pasteurisierten Eiprodukte zu kaufen, auch Großküchen, weil fast kein Risiko, sie sind pasteurisiert, kein Risiko verbunden ist. Es ist aber trotzdem nur ein gewisses, sage ich mal, Art frische Produkt. Und das ist einfach auszubauen. Und es gibt Verarbeiter, die sich immer stärker dazu bekennen, die Herkunft und die Haltungsform bei Eiprodukten zu kennzeichnen. Wir wünschen uns natürlich mehr, dass das rascher vorangeht. Ich muss dazu sagen, das muss langsam wachsen, weil natürlich auch die Vorstufen müssen die Eier haben. Und das ist aber für mich auch ein bisschen ein Grund, warum der Selbstversorgungsgrad bei den Eiern gestiegen ist. Wir sind ja von knapp 75% auf mittlerweile 82-83% gestiegen, weil speziell im Verarbeitungsbereich, aber auch im Gastronomiebereich haben wir 1400 Betriebe, die sich verpflichten, die Herkunft und Haltungsform der Eier zu kennzeichnen. Das ist ein Trend, der wird mehr
Und das ist auch der Grund, warum mehr österreichische Eier nachgefragt werden. Sei es in der Gastro, sei es in der Verarbeitung. Aber das ist ein Prozess, der muss langsam wachsen. Aber er geht in die richtige Richtung. Und überdies sollte im politischen Bereich, zumindest was den Raum der Europäischen Union betrifft, denn dort gibt es ja die politische Entscheidung zum Ausstieg aus der Käfighaltung, die aber leider, soweit ich weiß, glaube ich, in 7 Ländern nicht wirklich hart vollzogen wird. Und da gibt es jedenfalls im Niederösterreichischen Landtag einen gemeinsamen Beschluss mit den Stimmen aller, dass man eigentlich diese Produkte, weil sie entsprechen ja nicht mehr einem politisch beschlossenen Qualitätsprogramm, nicht mehr in den Freihandel lassen sollte. Außereuropäisch können wir leider nicht beeinflussen, aber zumindest in Europa sollten sich die Länder doch auch an das halten, was sie selber mit zugestimmt haben, weil sonst ist es ja für die Länder, die das wirklich einhalten, wie Österreich, ein Nachteil, wenn man dann die Produkte trotzdem, die eigentlich nicht mehr den beschlossenen Kriterien entsprechen, genauso wieder in den Freihandel zulässt, wie die Produkte, die fair und gesetzes- und rechtskonform erzeugt worden sind. Das werden wir sicher wieder versuchen, auch, dass man hier auf politischer Ebene härter auch darauf dringt, dass beschlossene Normen auch eingehalten werden. Weil sonst haben diejenigen, die sich daran halten, die Kosten, und die anderen haben nicht den Nachteil, den sie eigentlich haben sollten, wenn sie sich nicht an die beschlossenen Richtlinien halten. Aber wenn ich dazu was sagen, aufgrund der jüngsten Vorkommnisse für den Lebensmittelskandal in Europa, gehe ich davon aus und wurde ja vehement eingefordert, auch für Österreich, dass einfach hier die klare Kennzeichnung kommt. Wenn das in Europa jetzt dort massiv zu einem Thema gemacht wird und der politische Druck da ist, dann haben auch wir eine Chance, dass wir einfach sagen, auf Verarbeitungsware wird das eingefordert, weil in Wirklichkeit hat ja jedes Gasthaus in der Hand, wenn der so eine Ware bestellt, der braucht nur sagen, ich will einmal Gütesiegel gentechnikfrei, somit kriegt er das geliefert und der Betrieb muss wieder die Mengenflussregelung machen. Und dass wir dort Handlungsbedarf haben, wir brauchen wahrscheinlich nur in die Küche gehen und fragen, welches Ei haben wir, das holen wir rauf und dann geben wir es rein. Weiß ich nicht, habt ihr schon getestet? Aha. Ich habe schon alle Sachen hier auch erlebt und das sind halt diese Dinge, die es der Konsument machen kann. Und ich habe seit 3-4 Wochen immer mehr Anrufe. Die sagen, ja, Herr Karlhuber, wir haben in der Ei getestet, das passt. Also das wird jetzt mehr, weil jeder hat sein Handy bei mit, kann diese Nummer eintippen und das ist wirklich eine tolle Sache für den Konsument. Okay, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt irgendwo essen gehen oder irgendwo ein Frühstück zu sich nehmen, fragen Sie immer, von wo die Eier sind. Ja, genau, das mag ich alles. Meine Frau sagt, ich bin recht lästig, aber das ist so. Ich mache das auch. Machen Sie das auch. Ja. Und dann kommen meistens, ja, wir haben Bodenhaltung, dann gehe ich in die Küche. Und dann kann es passieren, dass wir 2 Kisten haben, gell? Eine Bodenhaltung und ein Käfig. Aber nicht, dass wir unbedingt die Gastronomie jetzt da. Aber dort ist dringend der Handlungsbedarf. Ja, sowas wurde von Tierschutzseite schon lange diskutiert und ich glaube, das ist nicht nur bei Rewe gibt es derartige Überlegungen. Es gibt 2 Schienen. Entweder die männlichen Küken am Leben zu lassen und eben nutzbar zu machen oder schon frühzeitiger die Geschlechtsbestimmung durchzuführen. Das heißt, die Küken gar nicht schlüpfen zu lassen, sondern im Ei die Bestimmung zu machen. Auch da gibt es Versuche, die aber, soweit ich weiß, noch nicht so zutreffend sind, dass man wirklich sicher sein kann, dass das Tier, das dann schlüpft, weiblich ist. Beide Schienen werden gefahren. Ich glaube, ja, irgendwie, dass eben die Küken gleich getötet werden, die männlichen, ist sicher aus tierschützerischer Sicht nicht erstrebenswert. Aber wenn es zumindest so passiert, dass die Tiere nicht leiden, ja, also dass Nutztiere werden bei uns getötet. Und ich glaube, die Tierschutzbewegung hat sich in vielen Bereichen, auch bei den anderen Nutztieren, jetzt dort eingemischt in dem Sinn. Und da gibt es auch Beispiele aus dem Ausland, dass man zum Beispiel auch versucht, bei den Schlachthöfen sicherzustellen, dass die Tiere, wenn sie schon geschlachtet werden, nicht übermäßig leiden. Oder dass auch die Legehennen, es geht ja auch um die
Legehennen am Ende ihrer Legeperiode, dass die so geschlachtet werden, dass sie dann nicht roh und grausam behandelt werden. Das sind alles noch weitere Etappen, an denen gearbeitet wird. Aber es ist zumindest, ich sag immer dazu, alles, was hier in Österreich passiert, steht irgendwie im Bereich unserer Kontrollmöglichkeiten. Und ich glaube, Betriebe, die extrem tierunfreundlich agieren, früher oder später dringt das heraus, weil dort arbeiten auch Leute, die ein Gewissen haben. Und daher sage ich, natürlich gibt es viel, was noch zu verbessern ist, aber es ist allemal besser. Man hat es in einem Einflussbereich, den wir überschauen können, als es passiert irgendwo, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was dort passiert. Also ich halte es für einen Fortschritt und ich würde mir wünschen, dass das eine Möglichkeit wird. Ich möchte vielleicht Thema Tierschutz sagen. Österreich hat einen sehr hohen Tierschutzstandard. Die Landwirte bekennen sich auch ganz klar und deutlich. Aber wir haben immer wiederum das Problem, wenn Europa natürlich andere Standards haben, und wir merken das genau in der Buttenmast, wo eben hier Österreich am Marktanteilen verliert, und das ist wirklich traurig, dass wir den österreichischen Markt nur zu 50% aus österreichischer Haltung versorgen. Alles andere kommt von Europa. Und ich möchte nur hereinwerfen, dass dies immer zusammenpassen muss, dass das ganz besonders wichtig ist, dass diese Standards eingehalten werden und man natürlich dann wir höhere Standards haben und Europa andere, dann kommen die rein mit dieser Ware, verkaufen es auch in der Großhandelsketten und billiger. Und das ist die Herausforderung, die wir im Wiederraum haben. Es gibt grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, es gibt manche Eierpackungen, wo, sage ich mal, der Landwirt auch drinnen ist, aufgedruckt ist, Einlagezettel. Ja, Frau Wiesbeck, Sie wollen noch was sagen? Sie können nur selbstverständlich die Eierpackung öffnen. Ja. Und wenn Sie internetfähiges Handy besitzen, können Sie selbstverständlich den Quickcheck unter eierdatenbank.at nutzen. Ah. Ist die Möglichkeit besteht? Ja, also da muss ich mit meinem Handy im Supermarkt ja. Also müssen. Sie können das überprüfen. Die Möglichkeit nutzen, sofern es dann ohnehin bereits auf der Eierpackung genau. Draufsteht oder Einlagezettel ist, ist es ein zusätzlicher Vorteil für die Konsumenten, dass sie diese Möglichkeit. Jetzt komme ich aber drauf mit meinem Handy, das ist nicht vom Herrn Huber. Ich kann ja doch nicht alle Packungen aufmachen. Ja, wenn Sie genau das Ei vom Herrn Huber wollen, ist am besten, Sie besuchen den Herrn Huber. Ja, wenn Sie ein Ei, dann müssen Sie nicht.